Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Let's Play Together World of Tanks. Mit mir dabei heute die Killer-Garnele und der bunte Abt. Kriegen wir das auch parallel hin? So, als Chor? Ja, warte, 3, 2, 1. Nee, ich stimme ein. Ja, stimmt, ja. Und mit dabei die Killer-Garnele und der bunte Abt. 3, 2, 1. Fabian hat mich doch voll verpannt, verpennt. Ich wusste immer, was ich sage. Ach so, ja, egal. Ich glaube, das passt. Ja, das versuchen wir auf die nächste Aufnahme. Die nächste Aufnahme ist besser. Wir üben jetzt im Stillen und dann kriegen wir das hin. Naja, egal. Also, ihr seht schon bei mir in der Garage kein deutscher Panzer. Ja, das gibt's gar nicht. Ja, ich habe mir mal eine andere Nation angefangen. Ihr seht's, die UdSSR. Ihr seht schon, ich habe hier einen KV-1 stehen. Ja, Fünfer werden wir spielen. Und danach haben wir noch gesagt, werden wir nochmal Dreier spielen, weil die Japaner kamen hier raus und die habe ich mal auch angefangen. Und ich bin zwar schon ein bisschen weiter, ich habe jetzt hier schon Tier 6, aber den habe ich noch nicht voll und ich möchte euch ja nicht so diese halben Panzer zeigen. Deswegen nehmen wir den Tier 3, den ich behalten habe, weil ich finde, dass der einer der geilsten Tier 3er ist, den es so gibt. Aber den gucken wir uns anschließend an. Jetzt machen wir erstmal noch ein Fünfer-Match und gucken mal, was da geht. Ich gehe mal auf bereit. So. Killer-Garnele nimmt den T25 und der bunte Abt den Wolverine. Okay, dann suchen wir mal was. In der Premium-Kupplung. Der Wolverine, das habe ich noch nie gesehen. Was hat Anhängerkupplung? Ha! Ja, perfekt, perfekt. Was ähnliches, also so eine Art Anhängerkralle, aber sieht so ähnlich aus wie eine Anhängerkupplung. Ist ja witzig. Okay, gibt's denn, irgendwann mal so ein Zubehör, so ein Anhänger oder irgendwie sowas? So eine Munitionslager. Das Munitionslager auslagern aus dem Panzer. Das war eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ja. So, für alle Freunde der XVM-Statistiken, die XVM-Leute haben endlich mal geschafft, ihre Statistiken zu aktualisieren, nachdem sie ja 2 Monate eingefroren war. Hey! Und, bin noch schlechter geworden. Hey, du auch, Fabian, oder? Nee, was hab ich denn? Nee, ist halt bei doch mir besser geworden. Bei mir ist gerade alles down irgendwie. Was hab ich denn? 973. Ah, ja. Das hatte ich schon vorher. Nee, du hattest weniger, oder? Nein, ich hatte 973. Los geht's! Egal. Also ich mein, auf jeden Fall, du hast einen 61er Gewinnrate mit dem T25. Ja, das ist zu. Und ich habe eine 59er mit dem KV-1. Yeah. So, ich war auf jeden Fall rechts lang. Und ich würde Fabi empfehlen, da auch mitzufahren. Das mache ich auch. Ich will nur die Anhängerkupplung vom Simon angucken. Simon, gib mal hier Gas. Ja. Fahr mal durch. Ich schlepp dich ab, oder du uns. Ja, was können wir zum KV-1 sagen? Er ist langsam, er ist groß, aber er ist wohl einer der besten Fünferpanzer, den es so gibt. Zweifellos auf jeden Fall. Ich habe den KV noch zu einer Zeit gespielt, da gab es so einen KV und kein KV-1 und KV-2. Da hieß er noch KV. Genau. Und da war er ein Übler, ja. Das war 2 Jahre mit her. Ja, da glaub ich, da hat Geschütz vom sogar KV2 der schon gehabt, den üblen Stumpen. Ja, das drauf. Ist eben das Geschütz vom KV2 hat drauf gehabt. Ja. Ja. Ja, im Prinzip der jetzige KV2 ist der damalige KV. Stufe 5. Mit einem besseren Turm und den besseren Waffen. Ja. Und das ist schon übel, ja. Ja, da war ja der KV. KV3 war dann der 6er? Ich glaube, der KV3 war ein Tier 6 Panzer, ja. Ja. Der KV3 war ein Tier 6 Panzer früher. Ja, wie sich die Welt so ändert, ne? Ja, die Welt of Tanks. World of Tanks, ja. Ja, das, bei mir war das ganz lustig, ich hatte bei irgendeinem, ich glaube, ja, ich hatte den KV, glaube ich, und den KV3 hatte ich noch. Und dann hat sich ja alles geändert. Und auf einmal hatte ich beim KV3 63.000 Erfahrung. Okay. Ich weiß nicht genau, wo das herkam, weil so viel hatte ich eigentlich gar nicht. Fabi, fahr zurück. Wow, wow, wow. Ah, jetzt fährt der mein Verbündeter. Die Arte geht in Nahkampf, pass auf. Okay. Ich will dich nicht in den Lauf fahren. Schieß einmal und dann fahr zurück, dass ich schießen kann. Hauptsache die Adi hat schon. Ah, ich kann nicht richtig schießen. Warte, ich fahr mal ein Stück vor. Scheiß drauf. Kann ich vorfahren? Ich will ja den. Ja, ich hab mich jetzt ein bisschen anders positioniert. Fuck, ich bin nicht durchgekommen. Ich muss mal die Wanne ein bisschen drehen. So. Ah, ich komm durch den Scheiß hier. Mann, ich grad nicht durch. Komm jetzt, hol den B1. Jetzt holen weg. Holen ja, weg. Sehr schön. Das hat komm. Fuck. Das gibt's da nicht. Oh. Fabian, wo komm ich so, wir fahren jetzt oben durch? Lang, Fabi. Hab's gefunden. Was? 85 hat gerade auf mich geschossen. Hat sich erledigt. Ah, okay. Lass oben lang fahren auf jeden Fall. Ja. Da schnell ordentlich Stuck noch.
Aber auch was die Artis sehen uns hier, genau in dem Winkel, da können sie gut hinschießen, wo wir stehen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, da brennt. Gegner brennt. Gegnerisches Fahrzeug wir ausgeschaltet. Haben den, wir haben jetzt parallel einen Kill gemacht. Also. Ja, auch gerade gesehen, sie kommen auf die Schlechte. Boah, der schießt mit Premium, aufpasst. Holen weg. Perfekt, jetzt haben wir noch einen Durchbruchswagen, oh. Das soll da aber kein Problem sein. Die so Dauerwelle 2. Dauerwelle 2. Der ging voll durch ihre Panzerung. So. Ah, dann fertig. So, der das sehen wir noch zwei Kills, dann würden wir die Waffen-Dingsbums kriegen. Jawoll, ey. Mir ratzfatz hier. Ja, ich glaube, wenn man top-tiert hier 5 ist und ja so Panzer hat, wie wir haben, weil der T25 von Fabi ist, würde ich auch sagen, einer der besten 5er und ach, der Wolverine stark, ist ja auch nicht gerade der schlechteste 5er Panzer. Ich würde jetzt einfach mal überhaupt mehr wissen, zumindest mal, wie man die Panzer grundlegend spielt. So, jetzt bin ich einfach zu langsam, um noch was zu killen. Oh, nee, hinter mir ist ein Zu 85. So, einen brauche ich noch. Da ist die Wespe. Hinter mir war eine Zu 85, die hole ich noch. Nein, 15, nach. Ich muss aber überleben. Ja. Jawohl, also, aber überleben alle, ne? Sonst kriegen wir es nicht. Was? Ah, jetzt trifft mich die Arti. Ah ne, wir müssen nicht überleben. Wir müssen nicht überleben, ne? Aber... Doch, wir müssen überleben, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen überleben? Doch, ich glaube, wir müssen überleben. Wir müssen überleben. Das haben wir nicht. Das gibt's doch nicht. Die stand die ganze Zeit direkt bei uns und keiner hat sie gesehen. Ah. Aber egal. War trotzdem ordentlich. Ja, aber 11 Kills. 11 Kills zu dritt ist so ganz cool. Hätten wir noch einen mehr geschafft, aber bei 12 Kills gibt's auch ein Abzeichen. Wir haben 12, ja. Gucken. Ah, wir haben 12, jetzt passt auf. Ja, dann haben wir jetzt ein Abzeichen gekriegt. Entscheidender Beitrag, ja. Hätte der Simon überlebt, hätten wir sogar die Waffenbrüder noch gekriegt. Ja, diese Scheiße, was ist gerade gesagt, da schießt die Arti auf mich und der M41 ist halt Tier 5 Arti, die. Ja, da kann man leider nichts machen, ne? Aber ja, schaut euch das mal an, wir drei, die drei Besten im Team. Okay, die zwei danach uns sind auch nicht schlecht, die haben auch nochmal Medaillen abgeholt. Aber ja, entscheidender Beitrag. Die hatte ich noch nie. Na gut, wann hast du schon mal 12 Kills im Team, ne? Doch, ja, wir hatten sie schon mal. Ja, wir hatten sie schon mal. Wo wir mal Tier 1 gespielt haben. Da gibt es sogar noch ein Replay. Vielleicht bringen wir das mal irgendwann bei World of Tank Replay. Stimmt, das haben wir noch, raus. Gell? Das haben wir noch. Ja, ja, ich hab's noch irgendwo. Da hab ich mit dem Leichttraktor gespielt. Da habe ich, glaube ich, sogar 6 oder 7 Kills gemacht. Und ihr habt auch noch mal ein paar gemacht. Da haben wir auch noch mal diese 12 Kills zusammen geschafft. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, geiler Einstand für die Folge. Ja. Ja. So müsste es immer laufen, aber gut, wir haben auch, muss man dazu sagen, wirklich ein schlechtes gegnerisches Team gehabt. Ja. Und ein gutes eigenes Team und wir waren Top-Tier und wir hatten alle drei richtig gute Tier 5 Panzer. Auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Jetzt gucken wir mal, jetzt kommt Tier 3 und dann gucken wir mal, wie es da noch so läuft. Hab ich den also wenn ich meine momentane WN7-Wertung halten kann, dann bin ich auf 2993, das würde mich echt freuen. Ja, da wär's lila kunderbunt. Ich bin auf 2705. So, als Dreier habe ich noch einen alten Kameraden. Oh. Ja. Oh, ja, ist aber nicht schlecht. Der steht jetzt seit der Gamescom 2012 in meiner Garage. Oh Gott. Das war ja vorletztes Jahr. Da sind ja schon die Spinnweben dran, oder? Ja. So. Ja, jetzt gucken wir mal, was für ein Match wir kommen. Ich schätze mal Tier 5 nochmal. Oh nein. Nee, wieder Top-Tier. Perfekt. Super. Und wir spielen Provinz. Die sieht man ja nicht oft, die Map, weil die tatsächlich echt, glaube ich, nur bis Tier 3 sogar geht. Ja, ich glaube echt bis Tier 3 und dann drüber und, kommt echt gar nichts mehr da. Jetzt gucken wir mal, was geht, weil also der Gamescom-Panzer ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Und der Panzer vom Fabi ist auch richtig stark, wenn nicht sogar der stärkste Tier 3er. Und meiner Meinung nach ist der Japaner auch einer der besten Tier 3er, den man so zurzeit haben kann. Das gegnerische Team laut X vor allem auch wieder nicht das Highlight, deswegen oh nein. Sollten wir eigentlich, wenn wir gut spielen, was reißen können. Ich fahre jetzt mal rüber, in der Hoffnung, ich werde nicht gleich zugerusht. Ja, das glaube ich, das versuche ich auch mal. Ja, Fabian? Einer sollte mir aber Deckung von hier oben geben. Ja, Simon, ich bleib oben hier. Oh, das ist wohl Simons Job mit dem Jagdpanzer. Weil wenn die nämlich oben kommen, dann haben wir nämlich da keine Chance. Nämlich. Fabian, erinnerst du dich an die... Wir haben hier schon mal eine Folge aufgenommen, auch mit niedrigeren Tierstufen, da war aber der Martin dabei. Erinnerst du dich, was passiert ist? Nein, nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich hab dich auch aus dem gekillt. Ah, natürlich, natürlich. Oh, das habe ich nicht vergessen. Nein, mein Freund. Hinter dir gefahren, du sagst. Ja, hinter dir gefahren und aufs haben Hatschberg wir das wirklich gekommen. Aufgenommen? Das war eine Aufnahme, stimmt das direkt? Ich meine, das war eine Aufnahme, ja.
Keine Ahnung, ich kenne nicht alle Folgen. Wie? Ja, ich guck nicht immer alles. Wie jetzt? Du sitzt doch in unserem, wie heißt das? Qualitätsgremium. Du musst doch alle Folgen angucken. Da war ich noch nicht eingestellt in Qualitätsgremium. Oh. Gut, Fabian ist noch Schatzmeister und ich habe noch wieder von was mitbekommen. Er wahrscheinlich auch nicht. Oh, fuck, der ging ja voll daneben. Ja, die Kugeln fliegen so langsam auf die Distanz, das ist echt übel. Ich finde es mal lustig, wenn man so guckt, steht, aber. Sehr schön. So. So, Jungs, jetzt macht mal was. Ja, natürlich, wir sind ja schon ordentlich am hier. Ihr wisst schon, 12 Kills müssen halt nochmal. Oh ja! Nee. Ja, also, wo wir das gemacht haben mit dem Tier 1, haben wir es auf der Map auf jeden Fall geschafft. Echt übel. Das war hier auf Provinz. Also 12 Kills für 3 Leute ist schon ziemlich übel, ne? Das ist eigentlich das ganze Gegner. Du reißt im Prinzip das ganze gegnerische Team auf, ne? Wenn das so ist. Ja. Zumindest was die Kills angeht. Ich meine, zumindest was die Kills angeht. Ja, den Schaden haben wir jetzt. Damage ist ja wieder was anderes. So, wir warten jetzt aber erstmal ab, würde ich sagen. Gut, aber wir hatten als Summe fast 2800 Schaden oder sowas. Also. Ja, eigentlich hätten wir auf die Statistik mehr eingehen müssen. Aber das gucken wir nach dem Match nochmal an. Die Statistik vom vorigen Match, das stimmt. Da wurden wir ja mal von unseren Abonnenten darauf hingewiesen, dass wir doch bitte, so wie bei den Replays, auch nach den Matches, selbst wenn wir scheiße spielen, die Dinger nochmal. Oh nein, auch wenn wir scheiße spielen. Ja, gerade weil wir scheiße spielen, sollen wir es doch auch mal zeigen. Ja. Dann müssen wir es fast immer zeigen. Das ist ja echt hart. Ja. So, komm, ich fahre auch mal ein bisschen zuvor. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt aufgedeckt werden. Ich habe nur geguckt, ob man den treffen kann, aber das ist nicht der Fall. Oh doch, jetzt schon, ich hab's Haus weggeschossen. Okay, dann guck ich auch mal hin. Aber jetzt fahr ich dir wahrscheinlich einen Weg, oder? Nee, du kannst ruhig schießen. Jetzt noch nicht mehr weiter. Okay. Fahrzeug ausgeschaltet. Ja, den Kill, den brauch ich jetzt halt, oder? Ich weiß eh. Ja, ist okay. So, ja, jetzt warten wir mal noch ein bisschen ab. Oftmals stehen die da oben im Busch. Ich möchte es nicht auf der Map zeigen, sonst denkt jeder, was mache ich. Aber bei K4 ist so ein Busch ganz oben im Ding. Ich schieße da jetzt einfach mal blind hin, weil da stehen die ganz oft als mal drin. Oh, da oben ist ein T28. Simon, siehst du den? Ja. Ah, der deckt mich nämlich gerade auf. Wow, ich wurde getroffen vom T18. Ich schätze der stand jetzt auch oben, wo ich gedacht habe. Weihnachtsweg ist weg. Wir dürfen gleich wieder unsichtbar sein. Ja, wie, habt ihr die Crew noch nicht auf 100% und 6. Sinn? Nee. Ich habe die Crew erst ganz frisch wieder neu eingestellt, weil ich mir den ja, oder ich habe den ja behalten mitgenommen. Und die Crew den Action-Panzer mitgenommen. Deswegen ist das eine komplett neue Crew. Ich glaube, ich habe das erste oder zweite Match, was ich erst mit der Crew hier spiele im Prinzip. So geht's mir auch. Oh, ich muss das Haus wegschießen. Kann man das wegschießen? Ich glaube nicht, das ist zu groß. Nee, das ist zu groß. Der steht hier ganz woanders. Ich weiß nicht, sollen wir mal probieren hochzufahren? Warte mal, wir können mal versuchen. Wir sind zu zweit. Wir haben den Simon hinten als Schützen, der uns abschießt. Okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Das ist kein Problem. Fahr du im besten voraus, du bist schneller. Ja, oh. Das war aber Simon. Ein eigener, oder hinten? Das war der Simon, aber hundertprozentig war es der Simon. Der Hof hat sich jetzt erhofft, dass wir zurückfahren, glaube ich. Und T18. Der ging daneben. Jawohl, Simon hat ihn. So, jetzt. Fahren wir mal darum. Ich fahr mal. Ne, komm, sollen wir zusammenfahren oder soll ich unten lang fahren? Also ein bisschen Unterstützung wäre zwar nicht schlecht, aber du kannst eigentlich auch, wenn du möchtest, rumfahren. Nee, ich fahre mit dir, das sind mir zu viele Gegner. Machen mal nicht ganz so schnell, weil. Ja, ist nicht so stehst du da allein nämlich da. Ja, ich stehe ja nur hinter die Kreuzung hier, dass ich noch ein bisschen. Will ich jetzt auch nicht. Da steht noch ein Gegner, kann man den nicht treffen? Doch. Boah, der war schlecht. Ah, da oben. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sehr schön, ja genau den muss abschießen, Simon, richtig. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, der haben wir auch weg. Wunderbar. Denk doch mal auf. Kann man da nicht hochfahren? Doch, kann man. Ist der tot? Nee, kann man nicht. Ich weiß nicht. Daneben, 20 hat er. Jetzt ist er tot. Ja, den anderen kriegt ihr auch noch hin. Oh, da brennt einer gerade vom Magazingeschütz penetriert. Ah, hier ist mein Gesicht geschützt, nach der Grenze. So. Oh. Ja, jetzt ist das Match sowieso schon vorbei, würde ich sagen. Ja, aber ich kann doch noch drauf gehen, glaube ich, wenn ich jetzt davor fahre. Ja, der Marder könnte eklig werden, ja. Der könnte eklig werden.
ja. Hast du recht gehabt. Der Marder ist vom Damage her wahrscheinlich einer der übelsten Tier 3er. Ja. Der Cruiser wird es auch gleich spüren. Der ging voll durch das Fährt. Bleib stehen. Aber der hat Butterbrot mit besserer Panzerung wie der Marder. Ne? So, dann noch ist noch einer, der aber keine Ahnung wo steht. Da oben. Ja gut, dann kriegt jetzt der T18. Uah. Der guckt eh nur gegen die Hauswand, der Medium 2, der macht gar nichts. Ja, wahrscheinlich AFK oder so. So. Ja, das war's dann. Ich glaube, ich spiele nur noch in die Retierstufen, das klappt viel besser. Irgendwie schon, ja. Ja, nee, man muss mal dazu sagen, wir hatten doch mal in irgendeiner Folge, habe ich das doch mal thematisiert, glaube ich. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch mal einfach mal so zu euch gesagt. Und zwar, man spielt ja oft Tanks und oftmals gibt es auch so Frustmomente, da verliert man jedes Match, man ist immer Low-Tier, es läuft nichts ja. zusammen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, aber es muss doch auch immer mal die andere Seite geben. Es gibt die, die immer verlieren, das sind wir im Prinzip. Und dann muss aber auch mal die andere Seite geben, die auch mal immer gewinnt, immer mal in die bessere Teams kommen. Und ich glaube einfach, ja, jetzt haben wir heute mal zwei Matches gehabt, wo das mal so war. Wo wir mal Top-Team waren, Top-Tier waren, Gegner-Team war nicht so gut. Muss man dazu sagen, wir waren halt hatten jetzt auch Glück. Also nicht nur, es lag jetzt nicht nur an uns, sondern wir hatten auch immer ein gutes Team. Ja, wir hatten auch immer Glück mit dem Team. Immer Top-Tier, ein gutes Team. Und ja, jetzt gucken wir uns die Statistiken natürlich noch an. Jetzt gehen wir erst das Match durch und dann gucken wir das andere Match auch nochmal gleich durch. Also, hier erfahrungstechnisch habe ich jetzt hier am meisten geholt in dem Match. Dann der T18 und dann der T18 hat Nerven aus Stahl, also... Ja, nicht Moment, schlecht. Ach, Moment, das ist nicht Stahlwand, das ist Abpraller. Nee, das ist, wenn du 10 Abpraller überlebst. Da hat halt bestimmt irgendein Magazin Pew-Pew-Geschütz drauf geschossen. Pew-Pew-Geschütz. Von vorne halt. Eigentlich, ja. Dann unsere Killerkanäle hat den Unterstützer bekommen. Das ist natürlich auch eine richtig geile Medaille. Die habe ich so oft schon gekriegt, der Unterstützer. Also, ist voll. Aber ist cool, auf jeden Fall. Ja, jetzt gucken wir mal kurz den Damage von unserer Killerkanäle an. Hat 17 Schüsse abgegeben, davon nur 8 Treffer. Naja. Also Meisterschütze ist es nicht. Nicht gerade, ne? Schaden 446 ist gut, finde ich, für Tier 3. Also, ja, haben wir alle unten drin, ne? Ja, also ich habe auch noch 475, da hat unser T18 schon deutlich mehr gemacht. Ich habe halt so viel Erfahrung durch die 4 Kills halt, die 3, 4 Abstauberkills, was soll's. Ja, unser bunter Abt hat auch so viel Schaden gemacht, ungefähr 453, hat 13 Schüsse abgegeben, 6 Treffer. Moment, ich muss aber 4 Schüsse, davon habe ich versucht, Fabian abzuschießen oder eben vor dem Bug zu schießen. Das muss man vielen noch mit reinrechnen. Natürlich um einiges besser. So haben wir uns gern. Ja, dann gucken wir noch bei mir. Ich habe 13 Schüsse abgegeben, davon 11 Treffer. Ich glaube, damit bin ich eindeutig der genaueste Schütze gewesen. Passt schon. Schaden ermöglicht durch Aufklärung 322 und potenziell erhaltener Schaden 175. Okay, 15.977 Credits habe ich an Gewinn eingefahren. Erfahrung habe ich 1.850, weil es da zweifache Erfahrung war. Jo. Vielleicht noch ganz kurz. Fabian hat durch Schaden durch Spieleunterstützung 624. Also, hey, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hab ich gut was aufgedeckt. Ja. Auf jeden Fall nicht schlecht und ja, der Vollständigkeit halber gucken wir uns jetzt das Match von gerade eben nochmal an. Hier seht ihr das, WN7 Effizienz 1767. Nee, so wichtig ist es nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, wollte ich es mal sagen. So, jetzt kommt dieses geile Match nochmal, wo wir hier diese geile entscheidender Beitrag Medaille genommen haben. Ich glaube, so nennen wir auch die Folge einfach entscheidender Beitrag. Entscheidender Beitrag, ja. Das hört sich gut an. Weiß jeder gleich, was los ist. So, ja, wir stehen alle drei ganz oben. Ich habe 816 Erfahrung. Ich glaube, einfach, ne? Da ist das Premium noch nicht reingerechnet. Nee. Dann die Killerkanäle mit 737 und der Bund ab mit 671. Gemeinsam. Das ist ein Applaus wert. Moment, erst ein Applaus wert. Eigenlob stinkt. Eigenlob. Ja, ich meine, wir haben so viele. Nimmst allein nur die Tanks-Folge von letzter Woche, wo wir gemeinsam Teamgefecht gefahren haben. Gerade deswegen, glaube ich, sollten wir uns mal loben. Wir klopfen uns auf. Wir haben neuen Mut, neuer Mut geschöpft, ja. Ja, wie gesagt, die Medaille haben wir alle gekriegt. Die Killerkanäle hat jetzt aber noch den Meisterschützen gekriegt. Da war noch ein genauer: 15 Schüsse abgegeben, 14 Treffer. Schaden 731, hat damit den wenigsten Schaden von uns gemacht, hat aber auch die meisten Kills gemacht mit 5 Stück. Ja, also ist ordentlich.
Ja, ich habe 4 Kills, auch nicht schlecht. Und der Bundab mit 3 Kills ist auch gut. Leider wurde er von einer Adi gekillt. Ja, scheiß Adi. Sonst hätte man eine Medaille mehr gekriegt. Mann. Ja. Ja. Was soll's? Die stand wirklich direkt vor uns allen. Und sie war nicht aufgedeckt. Die stand da im Busch direkt vor uns. Ja, und dann schießt auf dich muss sie schießen und richtig. Auch noch treffen. War noch so viel egal. Anderes Zeug da. Ja. Egal. Dann... Ich habe auch 1237 Schaden, ist auch okay. Insgesamt haben wir jetzt einen Schaden zusammen. Wenn wir es überschlagen, kommen wir auf 3000, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ganz knapp runter. Ah doch, nee, passt ziemlich doch, genau. Doch, müsste reichen, oder? 2900, ja. Das ist drüber, Ja, also ein bisschen knapp über 3000 Schaden zu dritt, ist okay. Geht sicherlich besser. 3005, oder? Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Sowas, ja. Na, Moment, 3x7 ist nicht, kann nicht 5 sein. Ah, wir haben eine 7, eine 7 und eine 1. Ah, ich habe gedacht, wir haben 3x7. Ja, dann passt's. Ja. Das haben sie, rechnet's uns aus, schreibt's in die Kommentare. Kein Problem, würden wir uns freuen. Ihr dürft auch einen Taschenrechner benutzen, alles erlaubt. Gewinn habe ich hier gemacht von 27.372. Ist auf jeden Fall auch cool und ordentlich. Erfahrung jetzt mit Premium und zweifach, weil es erster Sieg des Tages war, mit 2448. So. Ja, das lief ganz gut, würde ich sagen. Also, ihr wisst Bescheid, entscheidender Beitrag heißt die Folge. Und ich hoffe, dass du es nicht vergisst und heißt jetzt irgendwie anders. Ja, ich weiß, deswegen sage ich das noch extra, damit ich, wenn ich es nochmal angucke, merke, oh ja, ich muss es so nennen. So, ja, egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die Runden. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch wieder einschaltet. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Moment, wir hätten jetzt wenigstens als Auszug müssen Fabian und ich jetzt nochmal versuchen, das zusammen hinzukriegen. Okay, also. Sollen wir was sagen, war? Alles klar. Okay. In 3, 2, 1. Naja, das üben wir nochmal ein bisschen. Also, ciao, Leute. Bis dann.